Hallöch, meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Europa Universalis 4, dem Kaiserrennen, dem LPT quasi, mit dem wunderschönen Mecklenburg, das hier im Norden erstrahlt und glorreich ist, möchte man sagen. Und das von zwei minderen, widerwärtig aussehenden, also von der Kartenfarbe her, Menschen oder Kleinreichen begleitet wird. Das eine ist direkt unter ihm, das Hessen. Mit dem Legendary Marvin. Hallo Marvin. Servus, Levan. Und unter dem Marvin, also noch weiter im Süden, da wo man gar nicht mehr hingehen möchte, da ist dann das Baden mit dem momentanen... ich möchte nicht aussprechen, aber... du meinst immer noch Kaiser, ne? Kaiser. Es tut weh, das auszusprechen. Günther Shadow, der Kaiser. Ich überbringe dir untertänigste Untertanengrüße. Ach, das ist aber lieb, ja. Hallo. ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Kaiserliche Grüße aus dem wunderschönen Baden, wo wir uns immer weiter fortkaisern. Frage ist jetzt so langsam, was passiert jetzt, da die Reformation eingesetzt hat? Ich denke mal, jetzt dürften sich hier interessante neue Möglichkeiten ergeben, ne? Das ist ganz einfach. Ich löse jetzt das Reich auf. Genau. Ich okay. Auch. Gut, wir sind gespannt, auf jeden Fall. Dann schauen wir doch mal. Genau. Ne? Kann ich die Pause raushauen? Ja? Nimm die Pause raus und lass uns loslegen. Lass uns aber zusehen, wie Günner jetzt einfach sämtliche protestantischen oder reformierten Typen angreift und sie komplett annektiert. Das wird wahrscheinlich sein Plan jetzt sein, einfach die gesamte Welt zu unterjochen. Total, total. Das war halt mein Plan von Anfang an, das musst du dabei berücksichtigen. Günther macht aus dem Kaiserrennen spontane badische Welteroberung. Ja, das wäre sehr schön, ne? Ja, aber die Schweiz ist weg, jetzt kannst du ja so ein spontanes Switzer Lake mit Baden machen, also ein Baden-Lake quasi. Genau, ja, ja. Ein Baden-Lake, also ein Lake zum Baden. Oh, jetzt kommen hier die ganz krassen Wortspiele. Ja, da ist ja ein Karl Auer am Start. Oh Gott. Eieieiei. Ja, dann gucken wir doch mal, was das Hennegau jetzt fabriziert, wenn wir ihm hier seine schöne Stadt wegbelagern. Ja, da können wir Lüttich größer machen. Das wird doch eine interessante Option. Meint ihr, das ist schlau, seinen Kurfürsten mächtiger zu machen? Zu mächtig soll er ja auch nicht sein, ne? Nö, aber Lüttich könntest du vielleicht gebrauchen. Ich meine, dann passiert es wie beim letzten Kurfürsten, dass er wieder sofort annektiert wird. Würde sich der Günther wahrscheinlich nicht ärgern. Zu dem Fall Wettbelagern habe ich letztens einen interessanten Fall in den USA gelesen. Hat sich ein Vermieter mit seinem Mieter gestritten. Es war ein, weil er irgendwie die Klimaanlage nicht schnell genug ausgewechselt hat, weil der Vermieter halt gerade kein Geld hat, deswegen hat die Klimaanlage nicht rechtzeitig ausgewechselt, haben sie sich gestritten. Und zwei Wochen später hat er dann die Klimaanlage bestellt und hat dann von dem Installateur, der halt hingefahren ist, einen Anruf gekriegt: Ja, Sie, ich weiß ja nicht, wo das ist, aber hier ist nichts. Was meinen Sie damit? Da ist kein Haus. Was? Hat dieser Mieter mit der dieses Haus weggefahren. Ach, wie geil ist das denn? Ich weiß zwar nicht, ich weiß leider nicht, was es für eine Art Haus ist, aber in Amerika gibt es ja durchaus transportable Häuser. Ja, so Mobile Homes, ja, ja. Aber es muss schon ein Haus gewesen sein, das nicht auf Rädern steht. Ach, ist ja geil. Teufel. Ist ja geil. Und wow. Da sitzt offenbar eine Moving Company, also so eine Umziehfirma, und dann haben sie halt das Haus mitgenommen. Ups. Wow, okay. Nicht schlecht. Das ist geiler Scheiß. Du meldest bei der Polizei, ja, mein Haus wurde gestohlen. Was wollen Sie von uns? Gehen Sie weg. Oh Gott. Oh, jetzt hat Frankreich der Picardie den Krieg erklärt. Der Picardie und nicht Nevers? Nee, Picardie und vor allem England hilft Picardie. Wo ist Picardie? Ach, da im Norden. Ja. Da wo die sich gerade betteln. Nivea ist einfach. Was ist denn los mit der Geschwindigkeit? Das ist ja sehr merkwürdig. Imperator Struppi kann das Wasser nicht halten. Ja, Imperator Struppi kann überhaupt nichts halten. Au. Oh. Kann ich nicht mal das Wasser reichen? Ich bin dein Sohn. Wissen vielleicht noch nicht viel. Ich bin gerade dein neugeborener Sohn. Ich kann auch gar nichts halten. Gut zu wissen. Ja.
Sollte eigentlich eine fesche Überleitung sein zu. Sollte eigentlich eine fesche Überleitung zu den Generalskills sein. Hängt das Spiel irgendwie gerade? Ah, nee, jetzt ist wieder da. Es läuft wieder, aber ich glaube, wir haben gerade ein bisschen Internetprobleme, wie es scheint. Ja, ich kann auch. Ich wollte gerade sagen, ich kann keine Mission auswählen, aber jetzt ging es gerade. Tausender Ping beim Günner. Eieiei. Stimmt. 1700. Yes! GG. Kann ich die Geschwindigkeit nicht aufholen? Ich glaube, das ist eher Günner. Ist er noch da? Ich weiß es nicht. Vielleicht meldet sich TeamSpeak gleich so. User. User left your channel. Genau. User in your channel timed out. Hey! Hey. Yes. Ja! Zu gut, okay. Wir können in die Zukunft sehen, Marvin. Ich glaube, ich speichere mal schnell ab. Ich frage, ob es überhaupt so gut ist, aber wahrscheinlich ist Günther gerade einfach tot. Hallo und willkommen zurück nach der kurzen, vollkommen freiwilligen Pause. Mit der ich gar nichts zu tun habe. Genau, mit der Günther nichts zu tun hatte. Das war nämlich so, dass wir ganz kurz nochmal losfliegen mussten, denn es gab einen Notfall. Eine Bank wurde ausgeraubt und weil wir ja auch ein Superhelden-Trio sind im echten Leben, mussten wir ganz kurz nochmal die Welt retten. Aber das ist jetzt erledigt, deswegen machen wir jetzt weiter. Genau. Pause raus. Genau, nehmen wir die Pause raus. Auf zweimal ganz kurz, ja. Und legen wir weiter los mit dem ganzen Kram. Perfekt. Während Günner wieder seine Terrorherrschaft über das Heilige Römische Reich erstreckt. Unschuldigen kleinen Fürsten den Krieg erklärt, sie sich einverleibt in seine garstige, gefräßige, grüne Raupe. Das passt tatsächlich zu deinem Reich, zu der Form. Ach, Pommern, was hast du denn da Böses vor? Er müsste sich halt mal Oberschwaben holen, aber das ist ja zu feig. Oberschwaben? Ach so, ja, ja genau. Das sollte ich mir noch holen, ne? Ja, ja. Oh mein Gott, wer hat Thüringen vassalisiert? Böhmen hat Thüringen erobert. Oh, fuck you, Böhmen. Oh Gott, was ist das denn jetzt schon wieder für eine Scheiße? Fuck you, Böhmen. Genau, greif Böhmen an! Jetzt! Boah, die geilste Mission ever. Bewegt Sachsen dafür, zu uns zu stimmen. Diplomat rübergeschickt. Erfüllt. Wow. Großartig. Sehr richtig angestrengt da, ne? Okay, das war gerade scheiße. Der Feind unseres Feindes. Die Meinung von Mecklenburg über Baden ist wenigstens 100. Niemals. Oh, Schweden. Jetzt geht's aber rund. Wieso? Weil Schweden protestantisch geworden ist. Aha. Oh ja. Oh, sehr schön. Ich glaube, dann werde ich nicht... Oh, warum sind die da oben? Finnland. Religionszentrum in Finnland. Wow. Natürlich. Warum auch nicht? Okay, das bedeutet... Ja, das bedeutet eigentlich Gutes für uns, denn wir werden nicht konvertiert. Nicht so schnell zumindest. Da haben sie ja glücklicherweise mal eine Änderung eingefügt, dass die Religionszentren in halbwegs großen Provinzen sein müssen. Früher hat man es ja auch mal ganz klar gesehen, dass das Religionszentrum in Finnmark oben rumlag und da dachte man sich, yes. Ja, Finnland ist jetzt auch nicht so eine akzeptable Provinz, kann man sagen, ne? Gut, Finnland sind 10 Entwicklungen, so ist das nicht. Ja. Ja, komm, mit meinen krassen Provinzen, die ich hier habe, 5 Entwicklungen, 8 Entwicklungen, 6 Entwicklungen, da kann ein Finnland nicht mithalten. Oh, 21. Okay. Ich habe gute Provinzen. Vor allem die hier oben. Beste Provinz aller Zeiten. Geschwindigkeit, können wir da höher gehen oder was meint ihr? Ja, ja. Sehr gut. So, Schweden hat 21.000 Mann. Savoyen, ich glaube, ich mache kein Bündnis mehr mit dir in diesem Leben. Schweden hat 21.000 Mann. Keiner würde helfen, wir könnten uns alleine mit Schweden prügeln, was auch sehr lustig wäre.
Aber leider, leider, leider sieht das schlecht aus. Brandenburg könnte uns helfen. Pommern hat keine Gefallen mehr? Oh ja. Der Typ heißt Umberto. Kennt ihr diesen Witz? Umberto Eco. Kommt ein Typ nach Hause, kommt also ein Typ mit seiner Frau, mit seiner Freundin, zum Haus der Schwiegereltern ins B. Und sagt dann, guten Tag, mein Name ist Umberto. Ich bin hier, um ihre Tochter zu vögeln. Und dann sagt der Vater ganz schockiert, bitte, um was? Und er dann nur so, Umberto. Ja, sehr schön. Ich musste sie ganz kurz mal nachdenken. Ach. Ich habe den Witz tatsächlich schon mal gehört, aber er ist aus meinem Gedächtnis verschwunden. Ich hätte nicht mehr erzählen können. So habe ich damals die Eltern meiner Freundin kennengelernt. Beste Art und Weise. Ja, finde ich auch. Ich habe mich übrigens auch als Umberto vorgestellt. Okay, wie lange ist der Waffenstecher mit diesen Pigeon jetzt? Ah, hier muss ich heißt mit tief in uns im Herzen nicht alle Umberto. Natürlich. Waffenstillstand ist vorbei. Oh Gott, 7 Jahre. Oh mein Gott, Baden ist nicht länger Sitz eines Kardinals. Der Schweine. Ihr Schweine. Es war gerade so schön, ich wollte gerade schauen, wie viel Geld ich eigentlich verdiene. Ich schaue rein, lese, in dem Moment wird es ein Stück weniger und eine Meldung kommt, zack, Frankfurt ist protestantisch. Yes. Ja, Nassau strengt sich ganz schön gut an gerade, ne? Aber Hessen hat... Ach nee, da! Ah. Frankfurt ist ja gar nicht ein Vasall. Ich dachte, die wären der Vasall oder so. Was hat der Günther denn jetzt vor? Das weiß ich selber noch gar nicht so. Schreckliches selbst wieder lachen zu hören, vor allem diese hässliche. Ich hasse meine Lache übrigens, habe ich das schon mal erzählt? Das weiß ich meine selber noch gar nicht so. Widerlich. Ah, gucken wir mal hier. Arbeit Günner ist doof konvertiert. Ich könnte auch protestantisch werden. Das hast du gerade in Anwesenheit des Kaisers gesagt. Ich weiß. Marvin doesn't give a fuck. Ah, fuck. Oh, und ich habe schon jetzt die Gefahr eines religiösen Chaos, nur weil Frankfurt konvertiert ist. Das ist seine höchste Grundsteuerprovinz, oder? Sicherheit. Entwicklung meine ich. Naja. Er macht über ein Drittel, glaube ich, deiner insgesamten Entwicklung aus. Oder immer ein Drittel, immerhin. So, der Adel. Parlament können wir erst 15:10 wieder einberufen. Na, schöne Scheiße. Es dauert also ewig, bis wir hier mal irgendwas machen können. Generell läuft es alles gerade ein bisschen blöd. Oh Mann, ey, das ist doch doof. Können wir gerade nicht viel machen, ne? Schleim es mal ein bisschen beim Papst sein. Wir bringen jetzt ein bisschen Spannung rein. Und da ist es geschehen. Da ist es echt geschehen. Leipzig ist das Zentrum. Na wunderbar. Ja, aber ich als die dritte Nation bin, Jungs. Ja, genau. Bleib mir fern. Bleib mir fern mit deinem Protestantismus. Igitt. Wer will den denn schon haben? Ich hoffe, der Reformismus kommt bald. Ich will ein reformistisches Zentrum haben. Schade. Ja, aber das könnte noch interessant werden, auf jeden Fall. Das heißt, es ist wahrscheinlich mit Untergang, aber muss sein. Ach, finden wir es raus, ne? Gucken wir einfach mal. Ich gucke mir das Günther gleich an. Hat schon seine Truppen an der Grenze? Kannst du wetten?
Wieso kann ich überhaupt da unten sehen, was passiert? Ach, Brandenburg. Wer sind eigentlich deine Rivalen, Günner? Deine Feinde im Mai? Aber es ist natürlich ein bisschen blöd, weil der Kaiser so schwach ist. Im Vergleich zu Österreich. Mhm. Weil dadurch, weil wenn Österreich Kaiser ist, dann haben Österreich halt mal ganz gerne Rivalen wie die Osmanen. Mhm. Und dann können die Osmanen ja der protestantischen Liga beitreten. Das wird hier wahrscheinlich nicht passieren. Mhm. Ja. Wie Schweden, du willst kein Bündnis. Es gibt 3 protestantische Nationen, verbünd dich gefälligst mit mir. Nein. Böhmen hat Hessen als Rivalen bestimmt. Oh, wie geil ist das denn? Nein, nein. Ah. Wieso wird denn jetzt Holstein konvertiert? Was für eine Kacke ist das denn? Nassau konvertiert Holstein. Weißt du, es kann alle, jede Provinz konvertieren, aber es konvertiert Holstein. Na klar. Ich will auch reformistisch werden. Reformistisch, reformiert will ich eigentlich werden. Egal, wie man es jetzt ausspricht. Scheiße, ich glaube, wenn es so weitergeht, muss ich tatsächlich anfangen, kann man hier irgendwas machen? Ich weiß es nicht. Ich finde das immer so unentspannt. Wenn man hier mit Pop-Ups zugespammt wird und wenn die einzige Mission, die ich auswählen kann, darin besteht, Mecklenburg auf meine Seite zu ziehen. Was ist denn das für eine Mission? Hi, ich bin dein bester Freund. Ja, ja, natürlich. Auf deine Seite? Was musst du da tun? Ja, 100 Beziehungen brauche ich. Ah, okay. Ich kenne die Formulierung gar nicht. Ja, also das ist halt eben so ein Schwachsinn 2000-Kram irgendwie. Der Feind unseres Feindes ist es, glaube ich, die Mission. Mm, genau, ja. Nassau hasst mich immer noch, obwohl wir beide protestantisch sind. Ich habe einen neuen Kardinalsitz. Yay. Ich habe gerade keine Pause machen wollen, Entschuldigung. Habe ich mich verklickt. Oh, und da hat sich Österreich Barois geschnappt. So. Böhmen, wenn ich dir jetzt Leipzig gebe. Was zum Teufel hast du vor? Wenn ich dir jetzt Leipzig gebe, dann ist es doch spannend. Nee, kann ich ja nicht. Oh mein Gott, Sachsen ist bereits komplett konvertiert. Das ist sogar, Sachsen ist auch schon umgesprungen. Ja, genau. Brandenburg ist gerade dabei. Also Krieg gerade. Oh, dann ist der Religionskrieger schon fast da, wenn Sachsen konvertiert ist. Das ist der erste Kurfürst, ne? Du musst jeden Moment feuern, oder? Wenn der erste Kurfürst protestantisch wird, dann geht's doch normalerweise los. Nicht so schnell, nee. Dauert, glaube ich, ein bisschen. Also bei mir hat es zum Beispiel ewig gedauert, als ich letztens gespielt hatte. Waldbetten? Na, hab ich schon Kreativeres gehört, Günnar. Ja, ach. Du kannst ja auch nicht immer diese hohen Standards auf die anderen Dinger übertragen, weißt du doch. Ja, kann ich verstehen. Ja, Mist. Da hat uns der Marvin hier gerade schön plus 10% Missionarsche gegen Heretiker immer konvertiert sind immer so schön. Ja, komm schon. So, auf die Suche machen wir, oh Gott. Feuern wir mal... Schweden ist im Krieg mit Novgorod. Den Typen hier. Und Moskau ist auch im Krieg mit Novgorod. Tja, so viel zu den unberührten Grenzen. Oh, und Mongolen. Die Mongolei ist aus dem Sichtfeld verschwunden. Danke, Chakatai. Ach, wir können ja noch keinen Typen rekrutieren. Und so, dass das Allerland noch immer rumläuft. Die überleben in letzter Zeit ziemlich gerne. Ah. Ah, ist Holstein konvertiert. Na, wunderbare Scheiße.
Und damit ist Hessen komplett protestantisch. Echt? Hast du komplett? Oh, krass. Ja, du kriegst ja bloß 10% Missionarstärke gegen die Heretiker, das heißt schon mal einiges. Und dann wurden zwei meiner Provinzen, eigentlich drei inklusive Frankfurt, vom Zentrum konvertiert. Hm. Jetzt kommen wir zur Sache, die eigentlich schon lange nötig möglich sein sollte: Missionare zum Gegner schicken. Oh ja, das wäre echt gut. Das wäre echt cool. Ja. Also mit einer ganz geringen Erfolgschance natürlich. Das soll ja nicht zu mächtig sein, aber einfach nur so. Ja, vielleicht funktioniert's. Hat mich auch ein bisschen genervt bei CK2, wenn du zum Beispiel jetzt ein reformierter Heide bist oder sowas. Du kannst keine Leute reformieren. Du kannst keinen Leuten irgendwie, diese unreformierten Heiden kannst du jetzt nicht irgendwie einen Missionar schicken. Es können immer noch nur Katholiken und Muslime. Glaube ich. Ist ein bisschen unfair. Wann kommt denn dieser scheiß reformierte Glaube hier? Ey, ich will den endlich haben. Ich will nicht diesen dreckigen Protestantismus hier haben. Oh, Frankreich macht den Job da aber ganz gut übrigens, ne? Gegen ja, traurigerweise. Frankreich läuft gerade Amok. Und Kastilien geht mal wieder gegen Aragon unter. Die Folge neigt sich übrigens an ihrem Ende. Ja, genau, gerade sagen. Das ist fast vorbei. Ja, tut sie das? Das ist schon über 20 Minuten, wenn man den. Oh, echt jetzt? Oh, ja, genau. I did not know. Sorry, we told you. Yeah. Because we're so nice. Ja, gut, dann würde ich sagen, machen wir doch an der Stelle mal gerade die Pause rein, ne? Ja, kann man machen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder dabei seid. Bis dahin, kaiserliche Grüße und macht's gut. Tschüss. Servus. Ciao.